Guten Morgen zu Tag Nummer 3. Ja, heute ist schon der letzte Tag, das heißt Koffer packen und wieder auschecken. Wir fahren jetzt noch ein bisschen nach Köln in die Innenstadt und wollen dann direkt wieder zur Lanxess Arena und ein bisschen die Show ansehen und mal sehen, was noch so passieren wird. Ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Aber es wird Zeit nach Hause zu fahren. Ich will erst was frühstücken. Ja, okay, wir gehen erst was frühstücken. Wir haben immer noch nichts gegessen. Das Hotelfrühstück ist einfach zu teuer. Das Wetter ist trotzdem recht warm, auch wenn es nicht so aussieht. Also aber besser als jetzt. Ja, der war auch nicht zu übersehen. Nee. Statt und ja, wir müssen erst wieder stundenlang den Eingang suchen und ja, wo wir halt hin müssen. Okay, also Lena tritt wohl wirklich auf. Ihre Kabine habe ich schon mal gefunden. Jetzt muss sie nur noch rauskommen. Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit hier warten. Naja, vielleicht habe ich ja durch Zufall Glück. Wir sind wieder hier! Hallo Köln! Hallo und herzlich willkommen zu den Video Days 2015. Wie geht's euch? Thank you.
dass ich gerade auf die Lena getroffen habe, kann ich mit Jein antworten. Wir sind dann direkt unten nach ihm aufgerufen, um sie ja abzupassen. Wir standen 2 Meter von ihr entfernt. Dann ist jemand in den Weg gelaufen. Ich wurde hinterher und sie ist schon Richtung Ausgang vom Auto gelaufen und war weg. Da haben wir dann diese Gestalten getroffen. Das macht mir Angst. Vor allem die leuchtenden Augen. Oh Gott. Das war ganz schön creepy. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber es ist gut. Wir haben Angst. Oh Gott, ich kann nicht diese Augen anschauen. Oh, der Letzte ist so traurig. Jetzt geht auch mal eben dahin. Das ist so ganz klein. Ich bin gar nicht. Oh mein Gott. Dann machst du ein Foto. Das ist eine gute Idee. Wir schreien, oh, Baby, hey, ist da. Hallo. Ja, natürlich. Hier, zu mir. Ja, ich hab gesagt, ich möchte eine Ahnung, du bist so schön. Und vor allen Dingen, da kommt so ein Mädchen an, schon ziemlich gut. Hallo, hallo. Du bist das erste Mal drauf jetzt auch, Tom. Ernsthaft? Das erste Mal. Das erste Mal, das ist ja cool. Ich hab dich die ganze Zeit bei der Schule. Aber so dicht dran. Ich hab dich gefilmt, wie du mitgesungen hast. Ernsthaft? Ja, hab ich gesungen? Ja. Guten Tag, Mimi. Nein. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja. Ich bin wieder da. Jo, aus Fußbrett, mein Schatz. Komm, leg dich hin. Jo. Oh Gott, Leute. Wie sehe ich denn aus? Naja, ist mir egal. Runde? Ist gut jetzt. Ja, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause bei meinen Hunden angekommen. Ich habe sie auch schon so vermisst. Und ja, ich bin jetzt einfach froh, wieder zu Hause zu sein. Ich glaube, ihr hattet als letztes gesehen, wie wir dort auf dem Boden saßen in unserer kleinen Runde. Ja, das war eigentlich fast das Coolste. Gestern und heute haben wir eben total lange miteinander geredet. Das hat einfach am meisten Spaß gemacht. Liebe Grüße an euch alle. Auch liebe Grüße an die Zuschauer, die uns erkannt haben und angesprochen. Ihr wart alle zuckersüß. Auch in der Stadt haben mich ja einige erkannt. Im Souvenirladen, im Restaurant. Total cool. Liebe Grüße an euch. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen die Video-Days verdauen. Mich hat tatsächlich einiges sehr gestört. Gerade auch zum Ende in der Show meinte Christoph Grachten so, ja, macht alle ein Herz als Zeichen für Gleichberechtigung, dass man niemanden ausschließen soll. Und da dachten wir eben auch nur so, ja, dann fang doch mal bei den Video-Days an. Da herrscht einfach so viel, was nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat. Nicht nur wegen mir, auch andere haben sehr viel, ja, Erfahrungen machen müssen, die nicht okay waren. Aber dennoch war es eben schön, so viele Leute kennenzulernen und wiederzusehen. Deswegen, ja, bin ich doch ganz zufrieden. Und ich hoffe, euch haben die Vlogs ein bisschen gefallen. Falls ihr auch bei den Video-Days wart, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mir mal, wie es euch gefallen hat, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr zufrieden wart. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, ich kann euch nur noch eine gute Nacht wünschen oder wann auch immer ihr das Video seht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich schlafen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.